Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Cheerdring Mary. Das hier ist ein neues Gehege oder ein altes Gehege, weil es nicht von mir ist. Also es ist ein eigentlich altes, für mich neues Gehege und auf diesem Channel auch noch nicht gesehen. Und zwar habe ich ein neues Tierchen, das sich gerade im Laufrad versteckt. Ja. Der ein oder andere wird das Tierchen vielleicht kennen. Es nennt sich Pixel. Oder er nennt sich Pixel. Er ist ein Kurzschwanz-Opossum. Also kein Nagetier, zur Abwechslung mal. Wird jetzt ja, bei mir wohnen. Höchstwahrscheinlich auf Lebenszeit. Habe ich bekommen von Happy Animals Happy. Er freut sich, dass er das Laufrad verwenden kann. Hat jetzt einige Zeit gedauert, das Gehege rüber zu transportieren zu mir und das Ganze noch einräumen. Und ja. Möchtest du dich mal zeigen? Nein, gell? Na gut, dann zeige ich mal her, wie ich es eingeräumt habe. Ich habe die ganzen Sachen mitbekommen. Also ich habe auch sehr viel Futter mitbekommen. Und die ganzen Einrichtungsgegenstände. Und zwar ist das hier ein Keramikhaus. Da habe ich Klopapier reingestopft, ganz doll viel. Dann haben wir hinten so ein, ich glaube das ist ein Trixie-Haus aus Nadelholz, für Nagetiere nicht geeignet. Dadurch, dass er ja kein Nagetier ist, wird da hoffentlich nicht so viel passieren. Hier haben wir eine Weidenbrücke, da habe ich ihn reingesetzt, deswegen ist da gerade ein bisschen Streu drauf. Dann haben wir hier eine Weinrebe. Die führt hinauf, da sieht man ein kleines Löchlein, da kann er dann durch. Da ist ein gewelltes Haus mit zwei Eingängen, da ist er jetzt, der Hübsche. Hallo! Ist leider sehr dunkel. Erinnert irgendwie an eine Ratte, aber ist er nicht. Ja, und diese kahle Stelle am Bopsch, die werden wir uns auch noch anschauen, gell? Die schaut nicht gut aus. Gut, also das war das, da hinten ist ein Laufrad, dann haben wir hier so eine Spirale rauf. Da kann er theoretisch auch noch durch den Eingang oben gehen. Dann machen wir hier mal auf. Ist ein Eigenbau, jetzt nicht von mir, aber von dem anderen. Also da kann er dann durch. Da ist ein Eingang. Da haben wir hier, was auch immer das für ein Holz ist. Es erinnert mich irgendwie an Kirsche. Keine Ahnung, ob es wirklich Kirsche ist. Es schaut irgendwie sehr verzweigt aus. Also ich glaube nicht, dass es Kirsche ist. Ja. Tierpflegeausbildung hat voll Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss ich aber eigentlich wissen. Ist wurscht. Dann haben wir hier so eine Ebene. So ein Seil. Da hat er Trockenfutter. Das hat er offensichtlich 24/7 zur Verfügung. Hallo. Nicht rausspringen. Ich glaube, das. Nein, das finden die Meerschweinchen nicht so lustig. Die Weinrebe habe ich übrigens mit einer Schnur befestigt am Gitter, also die kann nicht runterfallen. Gell? Wollen wir nicht, dass du runterfallst. Da habe ich Pellets drinnen. Das ist ein Vogelhäuschen, das kann man oben so öffnen. Da ist noch so eine Weidenbrücke. Da sind verschiedene Äste, so Vogelstangen. Dann so Spielzeug, das ist da auch übrigens, das hätte ich fast vergessen. Das war beim Transport ein bisschen ungünstig, weil das noch drauf hing. Das ist, glaube ich, so ein Papageien-Spielzeug. Ob er es verwendet, weiß ich noch nicht. Die ist ja gerade erst eingezogen. Dann haben wir hier noch eine Schnur. So eine Hängematte habe ich. Und das ist ein hübsches, noch eine hübsche Hängematte. Und da steht Ich Herz mein Ratz. Ich bin total gut in Englisch. Nein, ich liebe meine Ratten, steht auf Englisch. Dann haben wir hier noch so eine Weinrebe, glaube ich, ist das eine kleine. Und da hinten ein Keramik oder was auch immer das ist, Haus. Mit abnehmbaren Deckel. Für mich ist es leider ein bisschen zu hoch. Der Tisch ist zu hoch, aber ja, ich wollte es nicht am Boden stellen, weil die Plexiglasscheibe nicht das stabilste ist, was ich hier gesehen habe. Und wenn die Shaggy dagegen springt, dann, naja, dann ist er weg. Und ich weiß nicht, ob der versucht, mehr, also
Kaninchen wahrscheinlich nicht, die wehren sich. Aber ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht versuchen würde, Meerschweinchen zu essen. Das wollen wir ja nicht. Gut, ja, da habe ich noch so ein von den Ratten vererbter Teppich. Und da ist drauf so eine Hundeeinlage oder Betteinlage. Die gibt es für ältere Menschen, für Babys oder für Welpen. Ja, die war schon drauf, deswegen habe ich sie drauf gelassen, da werde ich wahrscheinlich auch so eine Decke hinlegen dann. Dann haben wir da hinten noch so eine blaue Röhre, da kann er theoretisch auch rauf. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob sich das ausgeht. Das muss ich halt austesten. Da kann er dann so rauf, wenn er sich nicht da so raufschlängelt. Ja, das war es eigentlich schon. Von diesen habe ich ja auch tonnenweise, was ich momentan nicht brauche. Vielleicht hänge ich ihm noch welche rein, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, das ist Pixel, er wohnt jetzt bei mir. Hallo. Wir werden uns den Bobschi noch genauer anschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Achso, da habe ich auch noch Nistmaterial drin. Das sind Safe-Bed-Wolle, bevor ich es vergesse, gell? Nistmaterial ist wichtig. Und wenn ich dann den Meerschweinchen in Heu gebe, dann schmeiße ich da noch eine Handvoll oder zwei Handvoll Heu rein. Ha? Gefällt das sicher. Ja, also jetzt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.